Und das geht jetzt an die ganz aktiven Leute da draußen, bevor es losgeht. Und zwar, mein Video wird jetzt erst noch verarbeitet. Das bedeutet, am Anfang die erste halbe Stunde, wo das Video draußen ist, gibt es nur 240p oder 480p. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch 1080p ist. Wenn nicht, einfach halbe, dreiviertel Stunde warten, dann habt ihr gute Bildqualität. Viel Spaß beim Video. Jo Leute, was geht? Krass Kraus ist immer parat und heute kommen wir zu meiner zweiten Böller-Tour. Es gibt einige paar neue Sachen und zwar jetzt werde ich erstes mal diese Rauchbombe zünden in Farbe Grün. Paar Explosives sind dabei, Dumme Pirates, die Singer sind wieder dabei, dann zwei neue Sachen und zwar einmal die Kalaschnikows und die Teile hier, diese andere Knallkette. Mal gucken, ob die fokussiert. Mal gucken, ob die auch mit BKS ist und die Scream Rockets und dann habe ich hier noch eine Schuss von der Dumbum-Batterie. Ist günstiger, wenn man die Batterie so kauft und einfach auseinander macht, als die einzelnen Schüsse so zu kaufen. Also, ja, das ist auf jeden Fall das Finale. Jetzt beginnen wir erstmal mit der Rauchbombe. So, kommen wir zur Rauchbombe. Das ist die erste Rauchbombe, die mein ganzes Leben dich anzünde. Und ich kann nicht einschätzen, was für eine Wolke das ergibt. Erste Explosion. Auf süß. Okay, jetzt geht's ab. Alter! Hier ist alles voller Feinstaub. Nein! Jetzt geht's ab. Junge, der Rasen da. Alter. Süß. Oh, Alter, das ist der Rauch klingt da wohl, du Junge. Ja, okay, sehr nice. Hab's mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen krasser vorgestellt, dafür, dass es 1,70 € gekostet hat, das Teil. Ich habe noch ein blaues, aber das wird an meinem. Aua, ist voll heiß. Das wird. Ja, das wird gezündet am. Ich sag mal, am Halloween-Special. Für den Kürbis habe ich noch ein blaues. So, machen wir weiter. Ich gehe zur normalen Standard-Location. Bis gleich. Gerade an der Location angekommen. Ich finde erstmal eine mega krasse Raupe. Gönnt euch die. Okay, let's go mit Dumbo Pirate. Ja, wie gesagt, wir haben Dumbo Pirate schon ein paar Mal auf diesem Kanal getestet. Also für den Preis von, ich glaube, 1,80 €. Die sind auf jeden Fall okay und ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber. Ich muss mir auf jeden Fall was einfallen lassen, weil ich kann ja nicht jedes Mal dieselben Sachen testen. Ich möchte auf jeden Fall. Ja, okay, sie sind schon laut. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht so werden wie Jeremy Fragrance, der einfach jeden Tag dieselben Parfums vorstellt. Einfach nur damit er jeden Tag ein Video raushaut. Ich meine, ein. Und weiter kommen wir zu den Raketen. Mini-Scream Rockets, mal gucken, ob sie abheben. Die sind auf jeden Fall richtig funny. Also auf jeden Fall, die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Jetzt noch zwei Stück auf einmal. Oha, die sind echt richtig hochgeflogen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nochmal zwei. Let's go. Ja, okay. Giga Lost. Ich stelle die jetzt noch hin. Drei Stück auf Schlag. Oha. Ich weiß nicht, ob ich alle draufgebracht habe, aber die waren nicht schon lustig. Jetzt kommen wir zu den wirklich einfach gefühlt lautesten, sorry, Mini-Kracher mit BKS. Also das ist wirklich eine komplett andere Stufe. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber die sind wirklich fucking laut. Also die Explorer 1 jetzt hier. Holy. Hat hier einen ordentlichen Schall. Zweiter, bisschen weiter oben. Alter, also wirklich, das halt hier, als wäre,
als würde ich hier mit dem Gewehr rumballern. For real, richtig geile Böller. So, und gerade weil es hier so geil schallt, mache ich die Zanzaras. Ja, und bevor sich wieder einige getriggert fühlen, es ist kein Böller, nein, das ist kein Bildknallsatz, wo ein Zündstoff reingeht, es ist ein sogenannter Schallerzeuger. Starten wir den P1 Schallerzeuger. Ach du Scheiße, also das war jetzt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Holy. So, als nächstes gibt's auch schon die Böllerketten. Ja, und zwar kommen wir jetzt zu den Kalaschnikows. Eine Knallkette, glaube ich, 10 Schuss oder 70. Und hier in Polen ist es Kategorie F2. In Tschechien auch, oder nee, das ist irgendwas anderes Land. Aber ich persönlich glaube, dass die in Deutschland sogar F3 sind, weil wenn die BKS haben, sind die auf jeden Fall F3. Jetzt zünden wir einfach mal eine und dann testen wir hier. Jetzt musste ich gerade wieder wegfahren, weil jemand mit seinem Hund gekommen ist. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht F3 war. Auf jeden Fall. Also ich glaube, also wirklich lieber nicht kaufen. Es ist schon nicht schlecht, also das ist eine gute Kette, aber ehrlich gesagt war es mir auch ein bisschen zu langsam. So, von der zweiten Knallkette habe ich schon mal das Papier abgemacht, weil damit hier einfach nicht so viel Müll zum Aufräumen ist. Und an diejenigen, die sich letztes Mal aufgeregt haben, dass das so Umweltverschmutzung ist mit diesem Klopapier. Also und liegt es. Und ich befinde mich hier auf einer sogenannten Müllkippe, okay? Also das hier alles, dieser Berg hier, das ist Schrott. Und hier wird auch immer jede Scheiße gekippt, also natürlich ist es jetzt nicht gut für die Umwelt, aber ist auch nicht so tragisch. Ich werde jetzt versuchen, von beiden Seiten gleichzeitig anzuzünden, einfach damit es ein bisschen schneller geht. Weil ich habe jetzt gar keinen Bock, wie bei der letzten, dass so lange gedauert hat, weil die letzte war echt irgendwie scheiße. War jetzt ein bisschen lebensmüde an dieser Stelle, aber jetzt gucke ich noch, damit hier nichts abfackelt, aber sonst war ich geil eigentlich. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Sache, und zwar meine Erfahrung zur Folge ist diese graue Zündschnur ungefähr so schnell wie bei einer Visco. Wenn ihr sowas macht und euch verletzt, es ist nicht die Schuld vom Feuerwerk, es ist ganz klar eure Schuld. Ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen dieses Videos, Metal Off an dieser Stelle. Und Zündung. Oh mein Gott, das war echt richtig laut. Ciao.